Willkommen zurück zu Let's Play Mario Party Superstars. Im letzten Part haben wir auf Yoshis Tropeninsel gespielt und heute spielen wir im Spaceland von Mario Party 2. Natürlich wechseln wir noch unsere wunderschönen Comps ein, logischerweise. Ich würde gerne die Comps wechseln. Wie mache ich das? Muss ich dafür ganz zurückgehen? Ja, muss ich. Okay. Gut, dann wir spielen heute... Na, wir spielen nicht wieder mit Luigi. Wir spielen heute mal mit mit Mario. Unsere Gegner werden sein Donkey Kong, Rosalina und Yoshi. Wir sind startbereit und spielen, wie gerade eben erwähnt, im Spaceland. Wir lassen die heute nochmal auf normal. Wenn es ein bisschen interessanter wird, werden wir... Nein, wenn es ein bisschen interessanter wird... Dann werden wir uns auch mit stärkeren Gegnern beschäftigen. Aber jetzt erst einmal wieder alle Arten von Spielen und das im Spaceland. Let's go! Mein Gott. Bin gespannt, was das heute wird. Ich hoffe ja, dass das jetzt nicht allzu scheiße wird. Aber naja. So. Da wären wir. Dies ist Spaceland. Sieht schon geil aus, Alter. Wenn ihr das mal vergleicht mit dem Original. Vor einiger Zeit entbrannt an diesem Ort in Tiefen des Weltalls eine Schlacht. Oh Mann, Alter, schaut euch das an, der Vergleich, Alter. Ein Superstar besiegte einen bösen König und gab der Galaxie ihren Frieden zurück. Doch trotz dieses Friedens droht die Galaxie erneut, droht in der Galaxie erneut Unheil. Darth Vader und sein... Nein, Schmarrn, falscher Film. Deshalb brauchen wir die Einwohner dieser Galaxie und ja, sie brauchen euch, so nach dem Motto. Wisst ihr? Ja, einen weiteren Superstar brauchen sie. Also legt euch ins Zeug, okay? Ich sehe schon, ihr seid alle bereit. Okay, dann gebt mal Gas und so. Ich will jetzt eigentlich nicht großartig weiterlabern. Ich laber eh nur den letzten Scheiß. Übernimm du mal, Toad, ich werde unterbezahlt. Alles klar. So, ihr Spacken, ich leite euch ab jetzt. Seid ihr zum ersten Mal hier? Ja. Wir sagen jetzt einfach mal jedes Mal ja. Einfach nur, um halt die Erklärung des Spielbretts einmal zu sehen. Auch wenn man die jetzt nicht unbedingt braucht. Aber es ist schon ganz gut, sich die alten Dinge nochmal in den Kopf zu rufen. Ich habe es das letzte Mal zum Beispiel bei einem Minispiel verkackt. Weil ich das... Ich konnte mich nicht daran erinnern und dachte, ich kenne es noch. Aber nein, voll verkackt. Ne? Deswegen gucken wir uns lieber alles einmal in Ruhe jetzt an und dann passt's auch. Natürlich nicht in ultra langsam. Prima, dann erkläre ich euch jetzt mal alles. Mein Husten ist recht nervig, tut mir leid. Die angezeigte Zahl reduziert sich, wenn irgendwas passiert, okay? Ja, wenn jemand darüber geht, dann ja, ich habe mich gerade verlesen. Entschuldigung. Über dem Brett schwebt ein Satellit mit dem Aussehen von Bowser. Vorsicht! Dieser selbstverliebte Trottel. Die Sniffet-Patrouille hat zwei Wachen. Ob sie Verbrecher bekämpft? Ich glaube weniger. Hier passiert ständig Überraschendes. Also immer schön auf der Hut sein. Ist ja nicht so, als wäre das in der ganzen Mario Party schon der Fall. Zuerst würfeln wir um die Zugreihenfolge, die wie immer komplette Scheiße sein wird. Na klar, Alter. Der erste Zug Yoshi, der zweite dann Rosalina. Ausnahmsweise ist Mario mal nicht letzter. Und Donkey Kong hat's verkackt. Wärst du doch bei Mario Kart geblieben oder in deinem Dschungel? Die Zugreihenfolge steht auf jeden Fall. Jeder kriegt von mir jetzt doch mal einen Hartz-IV-Satz von 10 Münzen. So weit, so gut. Und der erste Stern? Ja, der erste Stern. Hier ist der Stern. Auf dem Weg hierher solltet ihr unbedingt Münzen sammeln. Ich erwarte euch. Der Stern ist tatsächlich gar nicht so scheiße platziert. Jetzt ist alles bereit, dann legen wir mal los. Also Leute, gebt euer Bestes. Viel Glück und viel Spaß. Glück, ihr wisst schon. Runde 1. Ja, dann legen wir mal los. Yoshi ist am Zug. Ja, direkt eine 9 rausgehauen, logisch. Ja, die Musik auch wieder klasse. Ey. Mega geil. Ich liebe diese Musik. Ja. Yoshi hat es aber verkackt, schlecht. So, Rosalina würfelt eine 6, das, ja, gut, sie verkackt auch direkt mal, sehr gut. Wir sind schon dran, sehr, sehr geil.
Und nur eine 10, was geht? Geil. So, weg, weg. So, nice. Und Donkey Kong. Mal schauen, was der macht. Dafür, dass wir im letzten Part dauernd eine 1 hatten. Ja, am Anfang. Jetzt direkt eine 10. Das ist schon mal was Gutes. Muss aber nichts heißen. So, Donkey Kong kriegt direkt mal einen Pilz. Finde ich ganz gut. Ja. Und das erste Minispiel ist ein 1 vs. 3. Natürlich wird's das. War ja auch absolut klar. So, Piranha-Verfolgung. Einzelspieler entkommen dem Skateboard, okay? Auf dem Skateboard. Ich muss echt aufhören mit dem Trinken. Teamspieler sorgt mit Stampfattacken dafür, dass Mutant Piranha Regen abbekommt. Ja, das schaffen wir. Stampfattacken einfach spammen. Einfach Stampfattacken spammen, soweit ich das jetzt gesehen habe. So. Ja, mein Gott, Dinkel Kong, mach doch mal. Oh, du Trottel, ey. Ja, nur weil der absolut nichts macht. Mach doch mal was, Junge, wofür arbeitest du? Oh Mann, ey, Yoshi, los. Es ist irgendwie nicht so geil. Ja, meine Fresse. DK, mach doch was. Es wird nichts. Verkackt. Oder? Oh, nee, doch nicht. Ganz knapp. Ganz knapp, ganz knapp. Gut, wir haben es doch noch. Finde ich gut, finde ich gut. Wir haben es doch noch geschafft. Geil. Das sehe ich gerne. Oh Gott. Ich wollte auf den Knopf nicht drücken. Ich drücke immer irgendwelche scheiß Buttons hier. Ist total nervig. Ah, gut. Aber ihr müsst echt sagen, also vergleicht das ganze Spielfeld mal mit dem Original. Willkommen in der Cooper Bank. Ich muss dich bitten, 3 Münzen einzuzahlen. Sonst sind wir Steuerhinterzieher. Das müssen wir nämlich irgendwie bezahlen. Danke für die Auskunft. Ja, irgend so eine Scheiße. Keine Ahnung, ich kann das gerade nicht lesen. Denn mein Handy scheint gerade zu klingeln. Das interessiert mich aber gerade nicht. Bin nämlich gerade am Zocken. Ich habe Wichtiges zu tun. Wer ist das überhaupt? Oh, da hätte ich vielleicht rangehen sollen. Das ist jetzt nicht so gut. Ja, egal, das ist, kann man nochmal anrufen. Ist nichts Schlimmes. Anders als Mario Party, da können wir nicht immer spielen. So, und natürlich kriegen wir jetzt die 1. Natürlich. Glückwunsch. Na, wobei, es sind ja nur 3 Münzen. Besser als nix. Sieh mal, du hast alle in der Cooperbank eingezahlten Münzen. Ach so. Mit dieser kleinen, mit diesem kleinen Party-Ding, so richtig arm. Das hat alles irgendwie nicht so positiv jetzt gerade drüber gebracht. Aber gut, alles klar. Ah, Dinkel Kong, du Trottel. Geil, du musst einzahlen. Habe ich dich falsch ausgesprochen? Juckt mich nicht. Gib Geld. Es ist nämlich ein Running Gag bei uns geworden mittlerweile. Was ist das denn? Das wollte ich jetzt nicht. Das ist jetzt scheiße. Jetzt sind wir alle am Anfang. Kacke. Na geil. Jetzt sind wir alle am fucking Anfang. Alter, was war das denn? Schnapp dir den Megapilz und ramme deine Gegner weg. Oh, ein absolutes Glücksspiel. Alles klar. Der ist jetzt schlecht. War natürlich direkt klar, Mann. Ich gehe jetzt kacken, ey. Was ist das denn? Ey. Natürlich werde ich direkt... Wie kann man auch so scheiße sein? Ja. Sie spawnt und kriegt natürlich direkt den Scheiß. Logisch. Na klar. Boah, und unfähig auch. Schon wieder! Ja. Wer hätte es erwartet? Ende. Gewonnen! Ja, monoton. Scheiße. Schade, schade, schade. Ich dachte, jetzt wäre mal immerhin was Geiles, aber nö. Rosalina, du Kuh. Ich bin immer noch Erster, was flenne ich rum, aber egal. Yoshi ist am Zug. Ah, ne, alle außer Yoshi sind natürlich jetzt ganz hinten. Na toll. War auch zu erwarten.
Als hätte es je irgendwas anderes als Verarschen im Spiel gegeben. Wahrscheinlich findet er gleich noch einen versteckten Block oder sowas. Wir sind... Ja, danke, dass ich lesen darf. Voll toll. Vielen Dank für nichts. Ja, geil. Toll. Also ganz ehrlich. Diese ganze Kacke hier. Immer am irgendwas auslösen. Hört doch auf, irgendwas auszulösen. Mann. Oh, 4. Wir sind die Snivel-Patrouille. Für 5 Münzen jagen wir Rasa. Was heißt das? Ich wüsste jetzt nicht so ganz, was das heißen soll. Heißt das dann, also, ihr könntet theoretisch irgendwelche random Dudes oder sowas halt abfangen und ich krieg dafür Münzen? Nee, lass mal lieber. Ich lass das mal. Und ich hoffe viel lieber, dass ich jetzt irgendwas Gutes kriege. Ja, den kann man mal nehmen. Ich würde den jetzt einfach, ich würde den auch direkt in der nächsten Runde einsetzen. Ich wüsste nicht, warum ich den nicht einsetzen sollte. Ich meine, der bringt mir ja eigentlich nichts. Ne? So, Donkey Kong setzt natürlich direkt den scheiß Pilz ein. Ja, 15, natürlich. 15, warum auch nicht? 15. Noch keiner interessiert sich für deine komischen Verbrecher da. Geil. Keiner interessiert sich für die Rase. Ah, Donkey Kong darf sich sein Geld zurückholen. Was? Donkey Kong darf sich nicht sein Geld zurückholen? Na dann. Dann nicht. Pff. Bist du dumm? Ist der dumm? Warum geht er denn nicht nach rechts? Da hätte er sich einen Stern holen können. Oder, warum? Er hat genug Münzen. Warum geht er nicht nach rechts? Ich verstehe das nicht. Na gut. Wir spielen Felskoller. So. Felskoller besteht eben genau darin, dass die Steuerung total schwammig ist. Was ist denn jetzt unsere... Ja, okay. Wir lesen einfach mal unten. Vielleicht wäre das mal praktisch. Lasst Felsen den Abhang herunterrollen. Teamspieler, lauft bis ganz nach oben, ohne erwischt zu werden. Ach so, ja, das ist ja nicht schwer. Das ist schafft wer. Das ist ja jetzt nicht schwer. Boah, Donkey Kong, voll überfahren worden. Alter, bist du dumm? Junge! Ja, lustig. Wie wär's, wenn wir uns mal nicht gegenseitig behindern? Ihr Trottel. Natürlich, mit einer Bande erwischt's mich. Logisch, Alter. Ich weiß nicht so ganz, ob ich das geil finden soll, dass meine Computergegner oder meine Mitspieler in dem Falle wirklich so dumm sind. Oder ob ich das feiern soll. Oder wir kriegen jetzt endlich mal normale Minispiele und nicht einfach nur diese scheiß 1 vs 3 Dinger. Wie wär's damit? Ich will nix sagen. Hör doch auf, diese Scheiße zu nehmen, diese Kacksticker. Wer hat sich das ausgedacht? Das ist das bisschen ND-Cube in dem Spiel. Alles andere ist hier einfach nicht ND-Cube. Alles andere ist halt... Naja, nicht ND-Cube. Das ist einfach geremaked. Und das... Naja, da kann man halt nichts falsch machen. Na gut, doch, kann man schon. Man kann auch die größte Scheiße machen. Aber ganz ehrlich, bis jetzt haben sie es nicht verkackt. Junge, diese Knöpfe! Kann ich das nicht deaktivieren? Ist nicht dein Ernst, oder? Bist doch so eine blöde Kuh. So eine blöde Kuh, Alter. So, Ego, Mann! Ja, ich möchte es einsetzen, bitte. Und zwar auf die blöde Schachtel. Na, wobei, nee, machen wir das mal lieber auf Donkey Kong. Donkey Kong ist angenehmer anzuschauen. Ja, tut mir leid, du Spacken, aber muss sein. Oh, Mario lacht so geil dabei. So, wir kriegen eine 6. Ja, gut, damit kann man was machen. Nein, geh weg. Oh, damit kann man nichts machen. Fuck. Wieder mal total verschissen. Na super, toll. Was hätte ich auch anderes erwarten können? Ich habe nichts anderes erwartet, wenn ich ehrlich bin.
Gut, dann hat Donkey Kong jetzt diesen komischen, ja. Er hat den Schlüssel bekommen für das Kacktor, was da oben auf uns wartet. Wie geil ist das denn? Aber ich glaube, so wie wir hier weiterspielen, kommen wir eh nicht zu diesem Scheiß-Tor. Wir kommen eh nicht zu diesem Tor. Und warum sind hier nur von diesen Scheiß-Teamspielen die Rede? Einzelspieler, verhindere, dass das Team viele Münzen sammelt. Teamspieler, wenn der... Ja, okay, ja. Ach so, ja, okay, ich verstehe schon. Ja, gut, ich muss das gerade ein bisschen ausprobieren. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen Brain AFK. Ja, tschüss. Start. Ja, ich helfe denen gerade. Ja, am Arsch. Alter, geht mal weg da. Geht mal alle weg jetzt. Ich brauche Geld. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Sehr gut, yes. Alter, oh Junge. Natürlich. Um 2 Münzen verkackt, natürlich. Da kann man natürlich nur verscheißen. Habe ich jetzt gewonnen oder verloren? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Oder ging es einfach nur um Geld? Es ging einfach nur um Geld. Okay, cool. Irgendwie habe ich das jetzt nicht so ganz durchblickt, aber okay. Passt schon. So, Yoshi ist wieder am Zug. Interessant. Schauen wir doch einfach mal. Wieder eine 1. Der hat auch keinen Bock, nach vorne zu gehen. So, was ich ja gerne mal hätte, ist, dass du aufhörst mit diesen Scheißdingern immer mal. So. Lass die Viecher laufen. Okay, Glücksfeld. Ja, komm, ganz ehrlich. Besser, als wenn sie da jedes Mal auf dieses scheiß Ereignisfeld kommt und uns nicht weggehen lässt. So nach dem Motto, ja, wenn ich nicht weg kann, dann du auch nicht. So. Und jetzt möchte ich bitteschön um die Ecke kommen. Das heißt, eine gute Zahl. Oh, das ist keine gute Zahl. Ich will keine Sticker. Eigentlich würde ich diese Sticker deaktivieren, aber das kann man irgendwie nicht. So, halte das Rad an. Ja, dann drehe. So, ich möchte jetzt drücken. Ein Pilz, ja, das kann man mal machen. Pilz, das ist was ganz Gutes. Darf ich den noch in der nächsten Runde bitte einsetzen dann, damit ich auch wegkomme? Außer Rosalina baut wieder Scheiße. Darf sie aber nicht, weil dann komme ich persönlich vorbei. Dann gibt's Anschiss. So, Donkey Kong hat wieder Bock, was aus dem Laden zu klauen. Sehr gut. Ich bin ja echt gespannt, wie sich das jetzt auf die weiteren Spielfelder noch ausübt, sage ich mal. Wie die hier dran gearbeitet haben. Ich meine, schaut euch das Original von diesem Feld an und dann schaut euch an, was sie aus diesem Feld gemacht haben. Das ist schon geil. Also, ich bin echt auf einige Felder gespannt. So, ich bin natürlich wieder der Einzelspieler, war klar. So, aber diesmal ist es immer ein einfacheres Spiel. Diesmal ist es ein einfacheres Spiel. Gut, dann schauen wir mal. So. Okay, die kehrt schon mal raus. Sehr gut. Ja, Rosalina, bitte stirb auch. Okay, sehr gut. Jetzt nur noch Yoshi. Sehr gut. Okay. Bisschen Konzentration, dann ging das. Ihr habt verkackt. Perfekt. Weg. Ich hab gewonnen. Ey, schaut euch diesen Sternhimmel an. Ich kann von dieser Grafik wirklich nur schwärmen. Die sieht echt saugeil aus. Also ich kann wirklich nur für mich sprechen, aber müsst ihr entscheiden. Schreibt es in die Kommis, wie findet ihr die Grafik? Wow, nur noch 5 Runden. Unglaublich, wie schnell die scheiß Zeit vergeht. Na, Mario liegt in Führung. Hat sich auch gerade noch gerettet. Auf dem 2. Platz liegt Yoshi, warum auch immer. Rosalina unverdient auf dem 3. Und Dinkel Kong? Naja, der hat verkackt. Egal, ein wirklich heißer Kampf, spannend bis zum Ende. Ich sag auch immer nur dasselbe, dafür werde ich auch bezahlt. Aber wer wird gewinnen? Holen wir uns lieber einen Experten-Tipp. Ja, einen Trip will ich mir nach dem Show hier und nach der Show holen.
Ich verstehe absolut nicht, was der Spaß sagt, aber ich denke mir mal, Donkey Kong will das. Naja, du kannst gehen. Donkey Kong, komm her. Du wurdest als Sieger gerade vorher vorgesagt, also von daher denke ich mir, du solltest eine Belohnung erhalten. Hier, die Regie spendet dir ein paar Würfel. So, die Zielgeraden. Ab jetzt gilt Folgendes. Auf blauen Feldern erhaltet ihr nun 6 Münzen, doppelt so viele wie zuvor. Dafür verliert ihr auf den roten Feldern jetzt 6 Münzen. Geil, oder? Ändert sich immer jedes Mal. Ach übrigens, bei den Cooper-Banken müsst ihr jetzt 5 Münzen einzahlen. Ja, nur so. Steuern sind halt hart, muss ich sagen. Ich zahle eh keine. Wenn 2 oder mehr Spieler auf demselben Feld landen, beginnt das Duell. Okay? Das Spiel ist doch nicht entschieden, also kämpft weiter. Dafür werdet ihr nicht bezahlt, aber ich. Ja, aber bevor das passiert, bis zum nächsten Part. Wir haben 5 Runden rum. Ich würde meinen, das ist eine ganz gute Zahl. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Und ciao.